Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet. In diesem Video geht es einmal um den BMW-Quatsch. Doch, es geht um meinen BMW auf der Nordschleife und wie fährt man richtig bei Trockenheit? Ja, genau. Also, wenn euch das Ganze einmal interessiert hat, wie man vernünftig auf der Nordschleife fährt und zwar bei Trockenheit, wo sind die geheimen Tücken, wo sind die schwierigen Stellen, das werdet ihr einmal in dem folgenden Video sehen. Aber da muss ich euch noch ein bisschen auf die Folter spannen. Und zwar, wenn ihr das erste Mal auf meinem Kanal seid und einen BMW fahrt oder mal auf die Nordschleife fahren wollt, lasst auf jeden Fall ein Like da, kommentiert und abonniert. Aber abonnieren und liken ist am wichtigsten. Und kommentieren auch. Macht alles. Komplettes Programm. Ich habe nämlich ein Video gemacht darüber, wie man nämlich die Angst auf der Nordschleife verlieren kann. Und zwar kennt ihr jeder von euch die Crash-Videos von der Nordschleife und auf der Nordschleife ist kein Platz für Fehler. Ein Fehler, zack, Planke. Also das geht ruckzuck. Und da muss man sehr bedacht sein, sehr bedacht fahren, aber auch die Strecke kennen. Aber wie lernt man die Strecke am besten kennen? Woher weiß man, wo die extrem wichtigen Tücken sind? Und wenn ihr nicht so eine erste Runde absolvieren wollt, wie es bei mir der Fall war, und wenn ihr wissen wollt, wie meine erste Runde war, schaut auf jeden Fall das Video an. Ich glaube hier, schaut euch das Video an. Und in dem Video könnt ihr auch dabei noch lernen, wie ihr eure Angst vor der ersten Runde verliert und wie ihr mit mehr Sicherheit und mit mehr Vorbereitung die erste Runde startet. Und die Angst wird sehr, sehr, sehr weit zurückgehen, dass ihr schon fast entspannt eine Runde die erste Runde dreht und gar nicht so viel euch in die Hose machen müsst, wie ihr eigentlich dachtet, obwohl genug Adrenalin und Party bei euch im Auto sein wird. Glaubt mir das wird funktionieren. Aber wenn du das Video schon gesehen hast und willst jetzt wissen, yo, Marc, wie fahre ich jetzt meine nice Runde bei Trockenheit, dann kommt dieses Video für euch. Das ist auf jeden Fall echt sehr nice. Und zwar an der Stelle auch ganz, ganz großes Danke an Alex. Wer ist Alex? Alex hat einen YouTube-Kanal und der heißt Sarkan The Ring. Und zwar den verlinke ich einmal hier unten und blende ich auch einmal ein. Er macht viele geile Projekte über BMWs und verschiedene Autos, stellt Autos vor, baut Autos um, macht Wartungen, Instandsetzungen und fährt auch auf der Nordschleife. Sehr, sehr, sehr cooler Kanal, sehr wertvoller und sehr technisch versierter Content. Echt gut. Der Mann hat auch die Ahnung. Alex fährt seit 20 Jahren auf dem Ring, sage er noch nicht ganz 20 Jahre, aber die beiden habe ich am Nürburgring kennengelernt. Und zwar, ich glaube, als ich das erste Mal da war, nach meiner dritten Runde, haben wir so ein Race gehabt, so am Endstück. Und danach sind wir ins Gespräch gekommen und haben uns extrem gut verstanden, haben uns sehr lange unterhalten und ja, hat einfach die Chemie ge gepasst und funktioniert. Und dann ja, habe ich ihn gefragt, ob er denn vielleicht mal irgendwie sich ja, zeigen könnte, wie man denn fährt und so. Das hat er dann damals auch gemacht. Und die erste Runde war auch dann bei Feuchtigkeit. Das seht ihr einmal in dem Video hier, wie man bei Feuchtigkeit richtig auf dem Ring fährt. Aber jetzt war dann die Runde dann bei Trockenheit. Das heißt, nächstes Jahr waren wir wieder da. Wir haben nochmal uns getroffen. Wir sind zusammen gefahren und waren zu viert im Auto. Und dann hat er mir gesagt, hier sind die wichtigen Kurven. So fährt man den Ring richtig bei Trockenheit. Also wie gesagt, das ist ein Fahrer, der seit 20 Jahren auf der Nordschleife unterwegs ist. Er kennt die Strecke echt gut. Kann man mal so sagen. Und ihr könnt sonst normalerweise auch Coachings buchen. Beim Nürburgring, bei Devil's Diner hängt so, ja, hier willst du richtig fahren lernen. Und ja, natürlich kannst du sagen, ja, so kannst du dein Fahren verbessern. Aber wenn du einfach nur die Erfahrung willst und die gefährlichen Ecken kennenlernen willst und keine Ahnung hast außer Computerspiel oder mein Video, dann kannst du hier in diesem Video sehr, sehr, sehr viel darüber lernen, in welchen Ecken und in welchen Schikanen und Nischen du aufpassen musst. Und wie gesagt, das Ganze for free. Alex hat mir gesagt, wie man zu fahren hat, mit einem BMW, mit Ansage und so weiter. Und guckt euch das Video mehrfach an. Die Stimme wird sich im Ohr einprägen, wenn ihr auch die Strecke gelernt habt. Und dann wisst ihr, wann ihr wie wo fahren müsst und worauf ihr achten müsst. Sehr wertvoll und großen Dank an dieser Stelle auch an Alex. Besucht auch seinen Kanal und lasst ihn auch ein Abo da. Und dann geht's jetzt mit der Nordschleifenrunde los. Und zwar Nordschleifenrunde bei Trockenheit. Film ab, viel Spaß und lernt gut. Hier 10 Liter sind 100 Grad, 20 Liter sind 150 Grad. Ja, das ist wie bei unseren im Endeffekt gleiche Anzeige. Genau, ihr habt sonst 70, 120, 170 ist es, glaube ich. Ja, das ist optimal. Und ich habe da jetzt 100 bei 10 und dann bei 20 Litern sind es 150. 150. Und da war dann so bei 130, 135 knapp.
Ja. Ich natürlich auch immer ein bisschen dann den dritten nicht mehr komplett ausgedreht, habe dann bei 6 geschaltet, dann stehen noch bei 7 hoch zu prügeln. Also du kannst dir viel sparen, ich habe schon gemerkt, wenn du ruhig im höheren Gang fährst. Ja. Also du kannst alles, was du jetzt gefahren bist, im dritten kannst du alles im vierten fahren. Und da geht die Temperatur dementsprechend nicht so extrem hoch. Und durch die hohen Drehzahlen geht es relativ schnell rauf mit der Temperatur. Okay. Also sage ich dir dann gleich, wo du dann gleich im nächsten Gang hochschalten kannst. Ich weiß, am Anfang hat man immer das Gefühl, man müsste den tieferen Gang fahren, wegen, wenn ich im Gas runtergehe, wird er gleich langsamer. Ja. Aber du kannst ruhig im höheren Gang fahren. Ist auch weniger Belastung auf die Motorrad. Rüber fahren kannst. Genau, also wenn es frei ist, musst du spitz an diese Ecke ran und dann, dass du da links drüben rauskommst, wo er jetzt ungefähr ist. Ja. Und dann kannst du spät reinziehen hier und jetzt kannst du, jetzt musst du den dritten passt, genau, bleib im dritten Gang noch. Genau, ab hier wieder die Lenkung aufmachen, rübertragen lassen, bleibst alles im dritten hier. Ja, jetzt bremst du leicht an, genau. Und den zweiten Schaltepunkt hast du spät, wenn frei ist, ist wieder ein Auto da. Ja. Gerade der Anfang ist. Ja, da ist es alle gleichzeitig. So, jetzt kannst du den vierten reinschalten schon hier. Jawohl, kannst du ruhig den vierten durchfahren, gar kein Problem. Du kannst richtig schön durchlaufen lassen, merkst du das? Ja. Es ist automatisch schon schneller, ohne dass du viel machst. Und jetzt bremst du geradeaus hin und schaltest den dritten rein. Jawohl, jetzt den dritten. Das reicht, genau. Jetzt bleibst du im dritten alles. Versuchst ziemlich weit nach rechts zu kommen. Ab hier kannst du dann geradeaus wieder links zum anderen Körper rüber, leicht nach links lenken. Jetzt leicht wieder anbremsen. Reicht schon. Und jetzt spät wieder aufs Gas. Kannst du euch ruhig auf den Körper drauf tragen lassen. Hier. Genau, das macht gar nichts. Ja. Jetzt lange außen bleiben und spät anbremsen. Noch kein Gas, noch kein Gas. Jetzt, genau. Also du musst wirklich viel innen nach rechts kommen an der Stelle hier. Jetzt ruhig schnell in den hochschalten, nächsten Gang auf. Du weißt ja, welche Kurven noch welche Sicherheitsreserven. Ja, ja, also da hast du noch genug Platz. Du musst schauen, bloß hinter dem Verkehr musst du nach rechts rüber, dass die vorbei können an dir. Bleibst einfach innen schön rechts, lässt die einfach mal durchziehen hier. Ist ja auch mal ausgedreht. Oh ja, haben wir vorhin auch schon gesehen. So, jetzt bleibst du aber im vierten, gibst Gas. Einfach Vollgas und dann lässt ihn runterlaufen. Also wenn es nicht mehr reicht, kannst du sogar noch einen fünften reinschalten. Hier ist gar kein Problem. Jetzt langsam Gas runter. Jetzt sanft anbremsen. Das reicht schon. Und jetzt schön nach, leicht nach innen ziehen. Nicht zu weit nach rechts bleiben. Immer schon mal innen bleiben. Genau. Und jetzt sanft runterbremsen und dann dritten reinschalten. Lange außen bleiben noch nicht. Jetzt genau, und jetzt schön nach innen ziehen und ab hier kannst du wieder Gas geben, genau. Und dann wieder übertragen, dass wenn es frei ist. Dann bist du natürlich, oh je, bist du, der ist gerade irgendwo vorbei. Ja. Der ist aber schnell draußen gewesen. Ja. Jetzt kannst du auch im vierten reinschalten, wenn der weg ist dann. Also ruhig im hohen Gang hier runterfahren. Das ist hier ein Wahnsinnsstück hier. Ja, die haben es zum Glück noch nicht groß verändert. Jetzt nah an den Schaltpunkt ranziehen. Dann mit Gas wieder raustragen lassen und jetzt leicht anbremsen und du kannst auch über den Körper rüberfahren, wenn du willst. Aber nur mit der linken Seite, nicht mit der rechten, nur mit links. Ja. Und jetzt rechts rüber, jetzt musst du geradeaus hinbremsen und im dritten. Genau, so ist perfekt. Ja. Und jetzt nicht weit rauslassen, innen bleiben. Genau, und jetzt schon wieder raus. Du sparst da viel Weg und viel Zeit dadurch. Ja. Und jetzt wieder zack rüber und raus. Das ist so irre eigentlich. Ja, aber die meisten fahren ja dann die große Schleife, weißt du. Ja, in der Zeit, halt so. In der Zeit bin ich ja dreimal im Auto vorbei. Also wenn die dann erst so hoch und anders lenken, kurze Linie ist ein langsames Stück, brauchst du nicht weit ausholen. Ja. So, jetzt leicht anbremsen hier und ganz hart einlenken, an den Körper entlang fahren und wieder Gas geben. Jawohl. Nichts weit raustragen lassen hier. Jetzt runterbremsen und den dritten Gang einlegen. Da musst du wirklich ganz nah innen drin sein, der Schaltepunkt, sonst zieht sich hier wieder raus. Ja. Und jetzt nach links rüber, jetzt ist glaube ich hier frei, genau. Jetzt bleibst du lang links außen
bis die Kurve sozusagen anfängt. Und jetzt lenkst du erst spät ein und der Schaltpunkt ist ganz spät hinten. Hier erst wieder. Ab hier gibst du wieder Gas, lässt dich übertragen. Jetzt schaltest du den vierten rein schon, bleibst weiter rechts und jetzt kurz anbremsen und ganz nah an die Curb hinten rein. Und zwar spät. Jetzt ungefähr. Hier, ne? Und jawohl, jetzt wieder durch. Da ist der, wo der Hamburger abgeschossen, geflogen ist mit dem Lamborghini. Ja. Ja. Ach, Nico. Ja, genau. Ja, den kenne ich. Ja? Nico, ja, ja, den habe ich auch mal persönlich kennengelernt. Genau, hier an der Stelle rausgeflogen. Und jetzt wieder lange links bleiben, geradeaus hin zum Schild bremsen. Jetzt bremst du sauber hin, runter, dritter Gang. Und ganz nah hier den Körper ran, außen bleiben, noch nicht Gas geben. Ab jetzt gibst du langsam, das war sogar ein bisschen zu flott noch, du musst ja im Endeffekt ein bisschen mehr ausholen. Ja. Dann erst wieder Gas geben, wenn du ganz nah wieder drin am Schaltpunkt bist. Jetzt kannst du ruhig den vierten kurz mal reinschalten, bleibst lange außen, tust dann kurz nach rechts innen lenken, dass du geradeaus wieder hinbremsen kannst. Genau, jetzt bremst hin und schaltest runter, bremsen. Jetzt dritten, jawohl, und jetzt wieder raustragen lassen nach rechts, aber ja nicht auf den Curb hier rauf. Ja. Der Curb ist, der haut das Federbein kaputt hier. Jetzt bleibst du lange links. Du musst spät einlenken und ab jetzt sanft wieder Gas geben, weil nächste ganz gefährlich nie voll drauf, sondern wirklich schön mit Gefühl raus, damit es, wenn er wegdrehen sollte, damit du noch abfahren kannst. Und ab hier kannst du alles voll fahren, nur nicht zu weit nach rechts kommen an der Stelle, weil die Wiese macht so einen Knick nach links innen rein. Ja. Und der Lauder-Eck kannst du auch voll durchfahren, nur ein bisschen nach, genau, so rübertragen lassen. Und jetzt musst du lange links bleiben. Bremst an, tust den dritten Gang einschalten, immer noch außen, außen und jetzt erst spät einlenken und ab. Hier kannst du wieder Gas geben und drüber dran. Jawohl. Ja. Weil den Schwung, wenn du verschenkst, hast du das bis rauf, fehlen dir 5 oder 10 km/h, wenn du es zu spät austragen lässt. Schaut bei dir aus. Jetzt Vollgas und nächster Gang. Jawohl, alles voll, immer schön innen bleiben, wenn frei ist. Kannst sogar teilweise auf den Körb drauf fahren, wenn du sagst, dass je kürzer es ist, umso besser. Nur mit schnellem Auto geht es natürlich nicht. Jetzt bleibst du hier und lässt den vorbei, wenn einer da ist. Genau, dann wieder nach rechts rüber und jetzt kommt dann gleich die Mutkurve wieder. Die kannst du sogar in dem Gang jetzt auch fahren, musst du gar nicht runterschalten. Einfach nur ganz sanft kurz leicht anbremsen. Ah, das war hart. Okay, und jetzt gleich nach rechts. Zack und gleich wieder. Nur ganz leicht, wenn ich nur leicht, okay. Ja. Also das ist wirklich nur, wenn du extrem schnell bist, dann musst du ein bisschen okay bremsen, aber ansonsten mit der Geschwindigkeit brauchst du theoretisch noch gar nicht bremsen. Du kannst eigentlich komplett durchlaufen lassen, das Ding hier. Okay. Ich dachte, aber einmal sanft fahren. Ja, nee, nur ganz, ganz leicht antippen. Okay. Wenn du schneller wirst. Ganz schneller, dann könnte man folgen. Ja, genau. Ja. So, und jetzt runter, okay. Jetzt kommt er ab. Ja, arbeite, genau. Ja. Siehst du, lässt sich auch schön weit raustragen. Ja, ja, und der nimmt die ganze Strecke nämlich auch mit. Ganz wichtig ist die Strecke mitnehmen, weil nehmen wir mal. Ja. Du musst jetzt, glaube ich, nicht im vierten, nee, du kannst im dritten bleiben. Und jetzt lässt dich einfach runterfallen. Jetzt leicht anbremsen, leicht, genau. Und jetzt reinfallen lassen, jawohl. Und immer schön schauen, dass du mit beiden Rädern möglichst auf der Platte bist. Jetzt wieder ab spät, also raus, Gas geben. Ja, genau, der ist erstmal vorbei. So, deutlich heftiger eben, das ist klar. Jetzt kannst du auch im vierten hochschalten, tust ein bisschen nach rechts ausholen, mit Schwung sozusagen nehmen und tust dir ganz nah den Körper an, wenn frei ist. Und gleich wieder Gas raus, jawohl. Nur aufpassen bei Nässe, aber nicht die Lenker aufmachen, nur mit Gas rauslassen. Ja. Ganz wichtig. Weil zu sehr da, jawohl. Hier auch lange außen bleiben, dann späten Scheitelpunkt suchen. Genau, und dann von hier aus auch wieder späten Scheitelpunkt drüber. Rübertragen nach links. Und jetzt kurz zum Gas runterlupfen, brauchst gar nicht viel bremsen. Und dann späten Scheitelpunkt hier suchen. Ja. Und wieder mit Gas rüber. Auf die linke Seite, ein bisschen so nach links rüber. Ja. Nach links rüber tragen lassen. Jetzt sanft anbremsen, rechts. Nach rechts rüber an den Scheitelpunkt dran. Und jetzt möglichst von der Mitte aus kurz anbremsen. Wieder spät suchen, Scheitelpunkt. Ja. Dann wieder hier spät suchen und ab jetzt wieder Gas voll raus. Jawohl. Jetzt wieder kurz anbremsen, leicht. Und jetzt spät nach rechts ziehen und ab jetzt blind wieder nach links rüber tragen lassen. Genau. Bleibst wirklich auf der linken Spur, kurz anbremsen, reicht und dann schön innen drin durchtragen lassen. Machst alles im dritten Gang. Jetzt tust du es ganz leicht mal ganz kurz anlupfen, die Bremse, zack, reicht. Und jetzt kannst du die Kurve tragen lassen. Also wenn du wirklich schnell bist, sogar bis auf die Rattersteine, gar kein Problem. Lange außen bleiben, spät zum Scheitelpunkt hinziehen. Und jetzt mit Schwung rüber, ganz weit raus. Und wieder ein. Ja, da kommt drei Stunden. Ich wollte einmal Brünnchen gut fahren. Da muss ein bisschen warten. Da hängen die mir immer am Arsch.
Einmal Geduld. Genau, da kannst du auch ruhig rauffahren. Hier ist kein Problem. Ja. Muss ich einmal mit Timo fahren. immer in dem Stück kommt sie immer. Ja, ja. Jetzt kannst du ruhig, jetzt super, Vierter. Jetzt wirst du nur ganz kurz mal hier bremsen, runter und jetzt lösen und jetzt immer ganz leicht bremsen. Reicht schon und wieder weiter. Das ist so, das musst du angewöhnen. Zack, kurz hier, zack, zack und wieder weiter. Der Arm, die macht das nicht mal. Der fährt jetzt aber voll runter, ja. Ja. Das kommt auf die Geschwindigkeit drauf an. Jetzt bleibst du hier außen, wirst dann nach links innen ziehen, wenn frei ist und bleibst ganz lange links. Du siehst, wo die Spuren sind ungefähr. Ja. Ganz lange links. Ab jetzt ziehst du nach rechts blind, du siehst ja nichts. Ja. Und jetzt machst du den Kurs, jetzt auf, rüber. Zack. Oh. Aber ja nicht auf den Körper kommen. Ja. Da auch nicht. Nur schön immer ganz nah ran, aber ja nicht drauf kommen. So, und jetzt geradeaus rübertragen lassen, bis auf die linke Spur rüber. Und dann bremst du sanft an. Jawohl, reicht, reicht. Und jetzt wieder nach rechts innen. Jawohl. Ein bisschen weiter von Schwung ausholen. Jawohl. Und wieder versuchen, einen späten Scheitelpunkt zu erwischen. Ab jetzt wieder Gas. Jawohl. Passt. Und wieder schön weiter. Kannst du auf den Körper auch auffahren. Kein Problem. Ja. Jetzt wieder runterbremsen, kannst einen dritten reinschalten, wenn du willst, dann kommst du besser aus dem Karussell raus. Ja, spät wieder Gas geben, jetzt wieder Gas. Du darfst ja nicht den Fehler machen, dass du zu früh ins Gas gehst, sonst hast du gemerkt, du nimmst den Bodenkontakt und fliegst nach rechts weg. Also wirklich auf den Ratterstein bis zum Schluss bleiben. Genau. Und hier, wie gesagt, ganz lang außen bleiben, kurz zum Curb hin und gleich wieder raus. Jawohl. Lange außen bleiben, wartest, bis du den Curb ungefähr siehst, ab hier. Wenn frei ist, dann ab hier wieder mit Gas übertragen lassen. Genau. Das ist auch nochmal alle durchladen. Das war schon die zweite Runde. Ja. Also das kommt von ganz alleine. Je mehr du fährst, morgen fahrt ihr auch noch oder schon, gell? Also je mehr du fährst und du merkst, dass es flüssiger geht mit höheren Gängen und so weiter. Nur aufpassen, ihr habt jetzt keine Semislicks drauf und so weiter, auch kein Rennfahrwerk, sondern wirklich nur ein bisschen mehr laufen lassen, das Auto. Ja. Was ich gemerkt habe, ist, dass man weniger zu tun hat, wenn ich jetzt zum Beispiel Vierten nehme, weil sonst bin ich immer so am dritter Ende. Richtig. Ja. Und das dann schon, die Öltemperatur auch nicht ganz so heftig. Ja, genau, richtig. Weil die hohen Drehzahlen kosten 28, 120 ungefähr. Die Temperatur geht immer extrem hoch, war extrem hoch mit der Drehzahl. Und wenn die Straße frei ist, immer versuchen, die Strecke schön von der ganzen Breite zu nutzen. Also dann nichts herschenken, sondern wirklich die ganze Breite. Ja. Soll ich auch mal? Ja, ja, genau. Weil ich merke richtig, also dieser Bumper, der hat schon das angenehmer gemacht, das Fahren. Ja. Das war letztes Jahr irre, also als ich gefahren bin mit meinem Tempo. Ja. Da war deutlich mehr immer was angeschossen kam. Ja, es hat so ein bisschen auseinandergezogen, das Ganze. Ne? Es kommt dann einmal so der erste Schwung, dann dauert es wieder, dann kommt der zweite Schwung. Richtig. Wieder, ne? Weil die richtig schnellen, die holen dann auf. Ja, genau. Das ist stückchenweise. Ja. Du merkst, dass der erste Schwung ist vorbei, dann kommt einige Zeit der nächste Schwung wieder danach. Genau, richtig. Ja. Die letzten paar Minuten, was man fahren kann noch heute. Schluss.